Technische Meisterwerk ist etwas fürs Auge, vor allem wenn es sich gerade in voller Aktion befindet. Wenn wir unser Ziel erreicht haben, sollten Sie sich eine Führung durch das Maschinenhaus nicht entgehen lassen. Auch auf dem Dach der Werkstation erwartet Sie Interessantes. In richtiger Höhe erleben Sie einen einmaligen Panoramablick über das Elbtal. Ein Kamerabord des Westen bis zum Osterzgebirge und der Sächsischen Schweiz. Wenn Sie etwas Zeit mitgebracht haben, können wir Ihnen einen Spaziergang durch Oberlaschitz empfehlen. Hier haben bedeutende Dresdner wie der Maler Ludwig Richter und der Komponist und Holzkantor Rudolf Mauersberger gewohnt. Prächtige alte Villen prägen das Bild dieser Stadt ein. Die ruhigen Straßen sind wahre Inseln der Entspannung hoch über dem Gebiet der Stadt. Wenn Sie sich am Ausland nach rechts wenden, erreichen Sie nach etwa 300 Metern das Restaurant und Hotel Schönhausen. Ein charmantes Haus mit über 160-jähriger Tradition und moderner Küche. Noch ein Sicherheitshinweis: Die Bahn kann fast wieder starten, wenn alle Tore geschlossen sind. Der Aufenthalt auf dem Bahnsteig ist während der Fahrt nicht gestattet. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiedersehen, vielleicht schon im Maschinenhaus oder zur Fahrt in die Talstation.